Seid mir gegrüßt, Freunde! Herzlich willkommen zu einem neuen Indie-Horror-Game. Wir spielen The Library, gemacht auf der Unity Engine, kostenlos unter untem stehenden Download-Link. Ich weiß nicht viel von dem Spiel, außer ja, dass wir in einer Bibliothek sind, in der es spuken soll. Für die beste Experience, okay, ja, im Dunkeln spielen und mit Kopfhörern ist eh klar, wie immer. Die Nacht ist kalt und ungemütlich, als wir eine verlassene Bibliothek erreichen. Hinter diesen Wänden liegt ein großer Wert an Wissen, der in alten, staubigen Büchern versteckt ist. Nur wenige Leute haben sich getraut, in den letzten Jahren hierher zu kommen. Okay, angeblich spukt es hier. Es ist also ja das Zuhause eines reichen, alten und exzentrischen Bücherwurms gewesen. Ich nehme mal an, dessen Geist spukt jetzt hier und will nicht, dass man die Bücher klaut. Okay, wir machen einfach mal los. Ja, gespannt. Screenshots haben schon mal sehr gut ausgesehen. Und hey, das ist hübsch. Sieht doch nett aus. Shift to run. Okay, wir müssen irgendwann mal wieder rennen. Klasse. Sehr windig. Sieht ja echt hübsch aus hier mit den Bäumen. Doch. Okay. Da geht gerade nix. Seiteneingang. Existiert nicht. Hey, wir können auch springen. Toll. Es sieht ein bisschen aus wie ein Outlast hier. Auch der Brunnen da. Und dass wir nicht zur Vordertür reinkommen. Es würde mich nicht wundern, wenn jetzt hier irgendwo ein Zaun mit einem Loch ist. Wo wir durchkriechen müssen. Dankeschön. Als hätte ich es geahnt. Jetzt wissen wir, woher der Entwickler seine Inspiration genommen hat. Okay. Hier gibt es kein Gerüst zum Hochklettern. Dafür irgendein Schuppen. Mit alten, nicht Büchern, aber immerhin Bücherregale sind schon mal da. Okay. Aber das sieht jetzt wieder ähnlich aus wie ein Outlast hier. Mit den Balken. Mit den Brettern. Ah, Space to Jump. Ja, hab schon rausgefunden. Ah, da. Müssen aufs Dach, mein lieber Scholli. Okay, hübsch, hübsch. Ganz schön große Bude hier. Vor allem hoch. Wow, wow, wow. Gut. Dann hier weiter. Und hepp und hepp und hepp und... Juhu, wir sind im Warmen. Freue ich mich. Im Warmen schon, aber jetzt im Dunkeln. Linke Maustaste, um mit Objekten zu interagieren. Nehme ich mal an, dass wir die Lampe nehmen können. Dankeschön. Jetzt hat's auch was von Amnesia. Aber alle Spiele, in denen wir so eine Laterne tragen, haben was von Amnesia. Rechte Maustaste, um die Laterne auszumachen. Okay. N to was? Open Closed Journal. Ah, wir haben ein Journal. Was es nicht alles gibt. Nicht schlecht für so ein kleines Indie-Game. Okay, haben wir hier was? Oh, da ist schon was. Na? Kannst du das nehmen? Jetzt. Entry 1. Someone had dropped a book. Jemand hat ein Buch runtergeworfen. No one let that borrowed. Not. Soll ein T sein. Not one let be. Also ein Buch runtergeworfen. Und ein Buch, das ich nie zuvor gesehen habe. Die Seiten sind gelb und ziemlich ja, bröckelig, also ziemlich altes Buch. Der Lederumschlag ist ziemlich verblichen im Licht und sieht ziemlich abgegriffen aus. Abgesehen davon ist es noch intakt. Okay, also irgendein altes Buch. Ich lese das jetzt mal schnell. Also das Ding muss schon mehrere Jahrhunderte alt sein.
Ich kann nicht genau terminieren, von wann es ist und was es auch sein soll. Es gibt keine Bilder in dem Buch, aber irgendwelche seltsamen Diagramme. Very interesting book. Also sehr interessantes Buch. But they came to the right place. I research will have to wait for now. And from there I'm blinking a lot in my head. It's hoping I'm... Ich hoffe, ich werde nicht krank. Okay. Also irgendein altes Buch haben wir gefunden. Gucken was... Hallo. Mann. Gucken, was es damit auf sich hat. Haha. Wir können alle Türen öffnen. Das finde ich schon mal cool. Das, kann man das nehmen? Nein. Kamin? Oh. Oh, wir haben Brennholz eingesammelt. Und zwar heißes Brennholz. Es knarzt hier so. Schubladen können wir nicht öffnen. Wow. Die Atmosphäre, die ist schon mal extremst creepy. Hi. Okay. Hey, was haben wir mit dem guten alten Edgar Allan Poe gemacht? Finde ich nicht gut. Hi. Bäh. Brennholz. Wofür sollten wir das denn brauchen? Da ist wieder was. Eintrag 2. Ich habe nicht viel geschlafen letzte Nacht. Alles schwimmt vor meinen Augen. Und es ist schwer, mich zu konzentrieren, während ich durch diese Bücherei laufe. Ich denke über dieses Buch nach. Ich habe keine Idee, in welcher Sprache es geschrieben ist. Aber ich versuche es herauszufinden. Okay. I think the letters, also ich denke, die Buchstaben machen langsam Sinn. Okay, it just makes sense. Die Diagramme machen auch Sinn. Also sie versuchen mir irgendwas zu sagen. Ich werde mich weiter darauf fokussieren. Und versuche das Ganze rauszufinden. Okay. Fuck you! Mann, Geräusche sind gut. Also, ne? Was ist das? Was ist das denn? Das ist ein Fackeldingens, was hier? Oh, aha. Use the mouse to rotate the pick and press A or D to lock cylinder. Ah, ich muss hier ein bisschen Schloss aufbrechen. Ich böser Bube. Na gut, das war jetzt nix. Try to find the sweet spot to pick or pick will break. Ne, so nicht. Ich hoffe, wir haben unbegrenzt Stöckchen hier. Wir müssen da irgendein... Ah! Genau, einen bestimmten Winkel wollte ich gerade noch sagen und schon haben wir ihn gefunden. Dankeschön. Gib. Schlüssel. Schlüssel sind immer gut in Spielen. Hi. Hi, Kopf. Hi, Globus. Ja, ich sag zu allem Hallo. Ich bin nett. Squeak. Ich dachte gerade, es wäre Beethoven. Ist aber nicht. Irgendwie zum Teil kommen mir die bekannt vor. Oh, diese Stille. Wow. So, wir haben wieder irgendwas eingesammelt. Eintrag 3. Ist etwas schwer zu schreiben. Ich denke, die Kerzen müssen etwas außerhalb des Sichtfeldes sein. Ich werde sie alle adjustieren. There we go. Ich habe keine Holzdinger mehr. Blöcke für den Kamin. More the lesser used one upstairs. Okay. Könnte sein, dass noch einige oben im oberen Geschoss sind. Es ist sehr dunkel, aber es ist okay. Ich kann immer noch das Buch sehen. Es ist
unglaublich erstaunlich, was man daraus lernen kann. Allein auf der Tatsache, in der Nähe von Büchern zu sein. Ich brauche kein Feuer, ich muss mich nur auf das Buch konzentrieren. Das ist es, was zählt. Okay, es ist schwer zu sehen, wenn das Feuer weg ist. Das Buch liest sich mir selbst vor. Das ist gut. Ich denke, das Buch zu verbrennen wäre eine schlimme Idee. Es will das nicht, ja klar. Wer will schon freiwillig verbrannt werden? Ob es ein Buch ist oder ein Mensch? Bücher sind auch nur Menschen. I didn't know books. Ich wusste nicht, dass Bücher reden können. Gott, was labert der? Bücher mögen kein Feuer. Der Schmerz ist gegangen. Okay. Macht keinen Sinn, aber passt schon. So. Was ist die mit dieser Uhr hier? Oh, Mitternacht. Mitternacht. Oh. Können wir wieder raus? What the shit? Das war gut. Das war sehr gut. Fuck you. Oh Mann. Oh, da habe ich jetzt überhaupt nicht mitgerechnet. Ich dachte, das Spiel lässt sich erstmal Zeit mit den Erschreckern, aber du geht ja gleich mal voll die Post ab. Das sieht geil aus. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Jetzt sehen wir auch endlich Bücher. Wo ist das Buch? Das Buch, von dem hier ständig die Rede ist? Hi. Mitternacht. Geisterstunde. Ah, okay. Es brennt. Wunderbar. Okay. Gucken wir uns, was uns das jetzt gebracht hat. Hä? Geht's denn hier lang? Okay. In den etwas verlassenen Teil des Hauses. Und ja, Blutspuren folgen ist immer gut. Help! Hilf dir selbst. Depp. Okay, also der Schlüssel passt hier nicht. Hi. Klopf, klopf. Das kann ich auch. Klopf, 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 klopf. Das Spiel gefällt mir. Es ist toll. Nee, wirklich. Also die Atmosphäre ist der Hammer. Grafisch ist es auch okay. Alter. Die Bilder sind der absolute Burner. Also, aber was das Geilste ist, ist diese Soundkulisse. Was macht denn dieser schwarze Nebel hier? Guck mal. Es ist, naja. Ich sollte ich meine Laterne mal ausmachen. Die brauche ich ja hier eh nicht. Hier ist ja Licht. Wo auch immer das herkommt. Ach ja, hier. Hi. Das ist das Buch. Okay. Das Buch der Bücher. Was ist das für ein creepy Bild? Oh, armes Mädel. Es lebt. Es wackelt. Wir haben es eingesammelt. Haben wir. Hier haben wir nichts. Finster plötzlich. Schildisch, Schildisch, Schildisch! Fuck ja, fuck, 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 fuck! Ich glaube, da ist jemand nicht einverstanden, dass wir ihr Büchchen geklaut haben. Mach mal kein Terror hier. Geisterschlampe, du! Dreckige! Warum sieht denn das hier alles so komisch jetzt plötzlich aus? Ah, oh wow. Wir können sehr schnell eine Leiter hochklettern, fuck you! Ich hoffe nicht, dass wir sterben können im Spiel. Das wäre ein bisschen doof. Das würde ein bisschen die Atmosphäre kaputt machen. Aber bisher sieht es nicht so aus. Auch wenn das Bild immer mal kurz ausfadet. Das gerade nicht. Ja, wir fangen von vorne, glaube ich, an. Wenn wir ihn berühren. Ja, wir fangen von vorne an. Ist gar nicht so leicht, hier hochzuklettern. What the shit? Ah! Hey, wie viel sind denn das?
Kommt gleich eine ganze Kolonne an Geistern, hey. Das ist eine alte Frau. Die sieht süß aus. Total harmlos. Okay, wenn sie jetzt... Komm, kletter doch die blöde Leute hoch. Und die nächste. Hoch mit dir. Hoch, hoch, lauf schon. Nicht so einfach hier Leitern hochzuklettern. Und die Treppe. Gib ihm. Und raus hier. Fuck you. Können wir jetzt da rein? Natürlich nicht. Wo müssen wir jetzt hin hier? Das Buch verbrennen eventuell? Das war keine gute Idee. Es stand ja schon... War's das? Ist das jetzt vorbei? Haben wir das Buch, Ich nehme an, es ist vorbei. Es steht nichts von Game Over, es steht aber auch nichts, dass wir irgendwie das Böse besiegt haben. Was ist das denn jetzt? Okay. Das war's auf jeden Fall mal von diesem Let's Show. Das Spiel hat eine geile Atmosphäre, es war ein bisschen schnell vorbei wieder. Leider war es sehr schnell vorbei, bevor es richtig die Atmosphäre aufbauen konnte, war Feierabend. Aber ich weiß nicht, ich will jetzt mal nichts kritisieren, weil ich weiß nicht, ob es eventuell noch weitergeht oder ob ich was falsch gemacht habe. Es stand ja drin, es wäre keine gute Idee, das Buch zu verbrennen. Und ich Depp mach's natürlich, ja. Das ist wieder Herr Duddle, wie er leibt und lebt. Aber es hat mir gut gefallen. Ihr könnt es ja auch mal versuchen. Versucht mal, das Buch nicht zu verbrennen, was dann passiert. Link, wie gesagt, ist in der Videobeschreibung. Es hat mir gut gefallen. The Library war das. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Let's Play. Tschüssi!